Youth unemployment is a problem all over Europe, but in Austria and in your region, how are you tackling the issue of youth unemployment? Ich denke, wir haben in Österreich hervorragende Voraussetzungen. Österreich ist das erste Land, das die Ausbildungsgarantie zu 100% umgesetzt hat. Meine Region, Burgenland, tut das genauso und deshalb haben wir gute Instrumente, um eben hier jedem jungen Menschen entweder einen Ausbildungsplatz, eine schulische Ausbildung oder eine Qualifikation zu geben. Zum Zweiten denke ich, hat Bundeskanzler Werner Faymann gemeinsam mit Präsident Hollande eine hervorragende Entscheidung getroffen, indem er gemeinsam mit ihm unterschrieben hat, dass es eine europäische Transaktionssteuer geben wird. Und ich denke, dass dieses Geld ganz wichtig ist, um sehr viel in Europa auch finanziell abzusichern und zu bewegen. At European level, what do you think should be the priority policy to tackle youth unemployment? Ich denke, dass es ganz wichtig ist, speziell für Regionen, dass man in Europa diesen mehrjährigen Finanzrahmen so beschließt, dass auch sehr viel Geld für Regionalentwicklung, für Kohäsionspolitik da ist. Meine Region hatte in der letzten Förderperiode 60 Millionen für Humanressourcen zur Verfügung. Ich denke, dass das ganz wichtig war, dass wir in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise sehr viel Geld für Ausbildung und Qualifikation, speziell weil wir an drei EU-Nachbarländer, die Ziel-1-Status haben, angrenzen. Dort uns so zu positionieren, dass die jungen Menschen best ausgebildet sind und so eine tolle Chance am Arbeitsmarkt haben. So the Party of European Socialists has been running a campaign for a European Youth Guarantee. How do you think we can make our campaign a success? Also ich denke, dass es eine Verpflichtung ist für jeden Europäer, aber natürlich für jeden Sozialdemokraten, dass man hier diese sozialistische Idee weiterführt. Und ich bin selbst seit 40 Jahren Mitglied der sozialistischen Jugend und deshalb denke ich, ist es ganz wichtig, diese Ausbildungsgarantie auch auf europäischer Ebene weiterzutragen. Sie ist sicherlich Grundvoraussetzung dafür, dass man in Europa Jugendbeschäftigung hat. Und ich denke, man muss es schaffen, in Europa nicht von Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu sprechen, sondern von Jugendbeschäftigung. Also im Ansatz erkennen, um Jugendarbeitslosigkeit nicht entstehen zu lassen. Und ich denke, die Ausbildungsgarantie ist eine tolle Basis dafür.